Dem interdisziplinären Leitungsteam des Reallabors Jenergie Real war die Freude heute deutlich anzumerken. Christian Maas vom Bundeswirtschaftsministerium überreichte einen Fördermittelbescheid über rund 20 Millionen Euro für das Pilotprojekt. Insgesamt kostet das Vorhaben ca. 40 Millionen Euro. Die Stadtwerke Jena-Gruppe will gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie demonstrieren, wie Städte künftig nachhaltiger mit Strom und Wärme versorgt werden können. Dabei setzen sie auf regenerative Energien. Bis 2027 sollen über das Stadtgebiet verteilt Solaranlagen sowie Stromspeicher entstehen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Nutzung thermischer Energien. So soll Wärme aus erneuerbaren Energien dezentral erzeugt und Verlustwärme stärker genutzt werden. Kernpunkt des Projekts ist aber die Vernetzung und intelligente Steuerung von Energieerzeugern, Speichern und Verbrauchern. Eine künstliche Intelligenz soll dabei die Verteilungsprozesse optimieren. So können etwa Photovoltaikanlagen eingesetzt werden, um kurzfristige Energieverluste des Stromnetzes und der Speicher an anderen Stellen auszugleichen. Es soll ein sogenanntes virtuelles Kraftwerk entstehen. Ja, ein virtuelles Kraftwerk ist natürlich ein Zusammenschluss verschiedener kleiner Anlagen, die im Stadtgebiet verteilt sind, die nicht zusammenhängend sind und die über eine intelligente Steuerung, über eine Vernetzung so miteinander vernetzt sind, dass sie gemeinschaftlich funktionieren, gemeinschaftlich gesteuert werden und daraus ein durchaus großes, potentes Kraftwerk vielleicht nicht ersetzen, aber durchaus unterstützen können und vor allen Dingen eins schaffen, und das sind Flexibilitäten im Stromnetz, in der Energieversorgung für jeder. Auch der Bund hat großes Interesse an dem Jena-Forschungsprojekt. Schließlich zeigt sich in der aktuellen politischen Situation, welche Probleme die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen mit sich bringt. Das betrifft nicht nur das Thema Klimaschutz, sondern auch die wirtschaftlichen Folgen. Christian Maas vom Bundeswirtschaftsministerium betonte die Vorreiterrolle der Stadt Jena in Energiefragen und lobte die Weitsicht des heute geförderten Reallabors. Es wurde bereits vor der derzeitigen Energiekrise in die Wege geleitet. Es ist ein außergewöhnliches Projekt, was hier aus Jena kommt. Hier können wir heute schon sehen, was wir in Zukunft brauchen, flächendeckend auch brauchen. Wir haben ja nicht das Problem, dass wir zu wenig Energie in Deutschland haben, sondern letztlich das Thema, dass diese Energie nicht immer zum richtigen Zeitpunkt da ist, wo sie sein soll. Und deswegen brauchen wir viel mehr Vernetzung, wir brauchen Speicherung. Wir müssen mit den Bedarfen uns anpassen an das Angebot, wann erneuerbare Energien zur Verfügung stehen. Bei Jenergie Real können die Stadtwerke auf die Erfahrungen aus dem Projekt Smartes Quartier Lobeda zurückgreifen. Dort kommen bereits intelligente Systeme zum Einsatz, durch die der Wärmeverbrauch um 30% gesunken ist. Außerdem handelte es sich auch bei diesem Projekt um eine Zusammenarbeit der Partner, die jetzt am Reallabor beteiligt sind. Dazu zählt neben der Ernst-Abbe-Hochschule auch die Westsächsische Hochschule Zwickau. Deren Professor Tobias Teich forscht zum Thema vernetzte Systeme und ist einer der Ideengeber für das virtuelle Kraftwerk. Bevor es praktische Ergebnisse gibt, liegt allerdings noch viel Arbeit vor den Partnern. Ja, also das Projekt ist auf 5 Jahre ungefähr angelegt. Der erste Teil ist natürlich ein sehr forschungslastiger Teil. Dort werden die Hochschulen zum Zuge kommen. Auch wir werden da natürlich eine Rolle spielen und unterstützen. Aber der erste Teil ist natürlich die Planung. Wir müssen diese Ideen, die jetzt in dem Papier stehen, jetzt übersetzen, Planungsprozesse starten, technische Themen zusammenbringen und im ersten 1 bis 2 Jahren sehr stark forschen, planen, entwickeln. Und dann beginnen wir auch eine investive Phase, um innerhalb der nächsten 5 Jahre dieses Projekt dann auch abschließen zu können. Das Reallabor soll perspektivisch über Jena hinaus als Blaupause für einen nachhaltigen Umbau von Städten dienen. Auch deshalb legen die Verantwortlichen den Fokus auf Vernetzung vom Energieerzeuger bis zum Endverbraucher.